Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. So, wir haben jetzt in der letzten Folge uns ja wieder so viel vorgenommen und eigentlich nichts geschafft. Jetzt haben wir in dieser Folge uns auch so viel vorgenommen und werden wahrscheinlich genauso viel schaffen, aber macht nichts. Wir haben jetzt gesagt, wir fahren jetzt kurz nochmal die Runde hier anfänglich mit. Gucken uns nochmal die Zufahrt an. Wir müssen jetzt eigentlich nach links verschwenken an der Weiche hier. Ja, das passt soweit. So wie er das Tempo rausnimmt. Ja. An dieser Weiche auch bitte links. Hoffe ich. Oder? Links? Nee, war das rechts, richtig? Rechts. Nee, nur links. Okay. Hier links ist ein schönes Industriegebiet. Wir müssen auch mal wieder irgendwie neue Gebiete soweit vorbereiten, dass sich da Gebäude dran bauen können. Okay, wenn wir wachsen. Die Schranke ist nicht eingerostet, sie ging runter. Stimmt, die Zufahrtsstrecke, ne? Mhm. Hätte auch anders sein können. Okay. Na, dann hoffen wir mal, dass 500 hier reichen oder ob wir uns gleich noch zwei Züge bestellen können. Wir werden gleich noch zwei weitere Züge draufschicken, aber ich wollte jetzt nicht von vornherein komplett alles vollballern. Aber wir sind auf der Zuführungsstrecke. Auch völlig alleine hier. Also es ist durchaus alles okay und alles super machbar. Na, da stehen die Leute da. Ja, der Zug kommt gleich. Ja, ja. Mhm. Was soll das denn wieder heißen? Dauert nur. Ja, auch hier nochmal an dieser Stelle. Ich habe eben gerade schon zu unseren Live-Zuschauern gesagt, dass ich mich ganz herzlich bedanken möchte für eure Treue und dass ihr immer noch Interesse habt an diesem Projekt und an den ganzen anderen Projekten, die wir hier alle machen, dass euer Interesse daran so hoch ist. Da an dieser Stelle einfach auch nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr alle die ganze Zeit dabei bleibt. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Also es ist wirklich sehr, sehr schön auch das Ganze mitzuerleben. Auch wenn das Ruckeln manchmal nervt. War das. Und ein NASA-Rechner ändert daran nichts. Genau. Hey, eben war doch schon ein Shinkansen. Ja, das war der Richtung. Jetzt kommt der Richtung zurück. Ach so. Da fahren noch die LKWs, die letzten, die wir jetzt ersetzen werden. Ja, mit dem neue Linie, dann die LKWs wiederverwenden können. Genau. Beziehungsweise umrüsten, damit sie dann ihren Verkehr auch für die Endprodukte fahren können. Werden gleich wieder neu eingesetzt. Nein! Schließt Eduard Bichl. Das heißt, wir hätten eine Chance, dass er dann irgendwo anders da auftaucht. Oh mein Gott. Glaub es nicht. Aber wir bräuchten eher die andere, die bei... Denkst du es, ne? Mhm. Die... Berchtesgaden. Den Berchtesgaden, die können wir da drin nicht nutzen. Also nicht böse gemeint, nicht, dass wir die nicht nutzen wollen oder sonstiges, sondern die ist einfach ungünstig gespawnt. Wenn wir da jetzt alles mit Industrien vollklatschen, dann haben wir da vollkommen verloren. Na, jetzt kommt erstmal die S-Bahn aus Aschaffenburg. Was ist denn das für ein Takt hier nach Kantorpolis? Das ist super. Naja, könnten mehr sein. Du wieder. Da sind doch schon drei Stück drauf. Ja, vierte würde sich gut tun. Ach so. Dann setzen wir gleich noch eine vierte drauf. Unsere Milliarden müssen noch mal weg. Ja. Habe ich gehört. Ja gut, was kostet uns eigentlich eine neue Kaffeebohnenplantage? 1 Milliarde? Das haben wir noch gar nicht erörtert, ne? Mhm. Oder doch 2, weil die letzte hat ja schon 1 Milliarde gekostet. Letzte hat, glaube ich, 50% unseres Dings gekostet oder so. Irgendwas mit Prozenten haben wir gemacht. Mhm. Ja gut, 10% wären 1,8 Milliarden. Oder 1,9 mittlerweile. Das haben wir richtig Geld dafür ausgegeben, das weiß ich noch. Irgendwas waren wir, ich glaube 8 Milliarden, 5 Milliarden, irgendwie sowas haben wir dafür ausgegeben. Hm, wir gucken mal. Also ich würde durchaus sagen, dass wir da in den zweistelligen Milliardenbereich gehen. Wenn wir uns gleich nochmal unsere Einnahmen angucken, liegen wir bestimmt im guten positiven Bereich.
Sterne. Glitzern zumindest so. So, Bahnhof 4. Nee, Bahnhof 8, ne? Ja, Bodenkamp. Ja. Bodenkamp. Hier liegen schon die ganzen Bohnen. Hat aber auch zu rechnen, ne? Hier liegen die Kaffee. Guck mal, wie flüssig das läuft. Ja, wenn eine Bohne nur in Sicht ist. Kartopolis Bohnencamp. Na, der wird ja gleich voll sein. Der wird gleich übervoll sein. Die werden gleich noch auf dem Dach gestapelt. Mhm. Der Lokführer darf auch noch zwei Paletten im Führerraum. Zu kurz. Ach ja, für hier ist er zu kurz. Hier ist er zu lang, für drüben ist er, ne? Ich wollte sagen, jetzt sag mir nicht, dass du keine Bohne kannst. Oh, Alter, schön. Ich habe gerade einen Schock gekriegt. Hat aber lange überlegt. Ja, sehr lange. Okay. Und Copy. 504, check. So. Wir haben ja schon ordentlich was da drüben drauf. Was haben wir an Restreserven? Das passt soweit erstmal. Das heißt, die LKWs fahren alle leer. Die können wir jetzt ein bisschen umplanen. Ja, fast leer, stimmt. Mein Fehler. Das heißt, die können wir jetzt ein bisschen umplanen. Mal ein wenig durch die Stadt jagen. Wo brauchst du denn überall Kaffee? Alles, was du hier links siehst, wo kein Güteranschluss ist. Mhm. Also müssen wir da jetzt mal eine Güterlinie durchjagen. Ja. Ja. So, wir kommen ja hier unten rein. Mhm. Dann müssen wir uns natürlich gucken, was haben wir schon an Linien, damit wir die nicht stören. Also wäre entgegengesetzt der lila Linie schon mal eine interessante Idee. Ja. Zumindest einen großen Teil. Also hier einmal hoch, hier rüber und wieder zurück. Mhm. Das wird dann einmal noch außen rum oder ähnliches, dass wir halt hier nochmal einen extra Anschluss machen. Noch eine extra Linie. Ja. Jop, jop. Erst mal Straßen ausbauen. Genau, da müssen wir durch. Da muss jetzt Geschwindigkeit stattfinden. Also fahren wir hier unten drin. Hier oben einmal rüber. Und wieder zurück. Das hier in der Mitte haben wir alles abgedeckt. Wir gucken mal, wie das mit den Haltestellen ist, wo wir da gut hinkommen. In der Innenstadt wirst du wahrscheinlich sogar eine Eigenlinie fahren müssen. Das haben wir aber auch schon mit den anderen. Ja, stimmt. Ist mit den anderen auch schon mit drin eingepreist, zu großen Teilen, ja. Also wir sind hier entgegen der Lilanen wollten wir, ja. Mhm. Genau, also hier außen raus. Hier raus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Mhm. Die klicken wir uns an, damit wir wissen, welche Reichweite das Teil hat. Wäre schon fast schlau, noch mit rauszufahren hier hinten. Ja, von der Abdeckung her. Ja. Hier oben hoch. Dann kommen wir hier hinten wieder rein. Warte, ich klicke die an. Das sieht gut aus. Ja. Dann würde ich bei Kreuzung und dann in der Straße irgendwo schon halten. Ja, ein Stück weiter oben vielleicht noch. Du meinst wegen der Abdeckung? In der Innenstadt mehr Abdeckung kriegst du da oben bei den Hochhäusern. Wie ist da? Ja.
Wir könnten natürlich auch noch hier runter, hier hinten eine hinsetzen und hier wieder raus und in die Straße rein. Ja, so ein Rundlauf, ja. Kann natürlich gerne machen. Ja. Dann nerven wir auch keinen. Dann fahren wir hier weiter. Ja. Nehmen. Ja, doch. Die Haltestelle. Da muss ich nochmal gucken. Oh, genau zwischen allen. Nö. Mal nochmal eben anklicken. Ja. Ja, wahrscheinlich schon eher hier. Da kommen wir noch mit dem Weg vielleicht ein Ticken weiter hoch. Ja, stimmt auch wieder. Dann kriegst du die Bauhäuschen da oben auch noch. Ja. Da. So, Rückweg. Und dann noch mal bei der nochmal bei der Bushaltestelle unten halten. Oder da? Ja, da. Und dann da einen Rückweg bauen, genau. Dann gehen wir da wieder rauf. Oder gehen wir in die Straße? Gehen wir in die Straße rein? Das ist eigentlich egal. Haben wir da eine Linie? Oh ja, da haben wir eine Linie. Ja. Dann wäre das doof. Eigentlich geradeaus, also bei der Haltestelle, wo kein Männchen steht. Und da würde ich noch einen hinsetzen oder an der Straße danach. Ja, würde ich genau. Einen hinsetzen. Genau. Da kriegst du schon viel mit. Ja. Dann kannst du immer noch überlegen, ob du danach rechts abbiegst oder links abbiegst. Achso, das ist hier eine Personenlinie, ja. Okay. Direkt unten drauf gehst, oder? Ja. Ich muss ja meinen Kollegen ein paar Vorteile beschaffen, ja, über so. Also ungefähr. Ach, dann würde ich sagen. Den hier bauen? Bin ich auch dafür? Kriegen wir die noch ausgebaut? Ja, locker. Reichweite und so. Mhm. Ein Gebäude, zwei Gebäude, drei Gebäude. Wir kriegen gleich alle Kaffee. Was ist das hier? Fünf. Sieben Gebäude ausgebaut. Verschoben, alle ausgebaut. Ein Gebäude noch. Sauber. Das größte natürlich. Egal. War klar. Auch das große. Rums, alles weg. So, Linie bauen. Ja, Linie bauen, ganz wichtig. Eine neue Linie. Linie namens Endlinie 1. Güter. Truck, oder? Truck, ja. Nee, wir werden nicht mehr auf einen Tram gehen. Kaffee. Quell? K.A. Kaffee. Notversorgung. Mainstage? Sag mal noch. Wie hat man das noch genannt? Hier Mainbus, ne? Mainbus? Mainbus, ja. Mainbus, so.
Wir wollen von hier abfahren. Mhm. Und eine andere Farbe. Ja, wir sind aber braun. Ja, es ist Milchkaffee in dem Haselnussbraun, genau. So, dann wollen wir in die Stadt reinfahren. Da lang. Ja. Herum? Da hin herum. Mit dumm. Echt? Müssen wir einen Wegpunkt geben? Hm? Da müssen wir eben auch eine Idee. Oh, das hat aber gut hingekriegt. Mhm. Zwei. Beiden. Acht Haltestellen. Also 80 Fahrzeuge, alles klar. Das hier hat er auch sehr gut hingekriegt. Das Einzige, was er nicht gekriegt hat, ist, dass er durch die Innenstadt fahren will. Ja, der nimmt den kürzesten Weg halt. Aber da können wir ihm ja mitteilen, dass er hinten. Dafür war er aber schon sehr nett die ganze Zeit. Mhm. So, wir wollen von der Parkstraße aus weiter über die Wegpunkt Nummer 40 in Kantopolis. Dann fahren wir hier gerade durch, das ist am einfachsten. Schmeißen hier nochmal raus, fahren hier wieder gerade rüber über die Kreuzung und haben schon fast alles fertig und fahren wieder zurück, ohne irgendwelche großen Beeinträchtigungen, möchte ich jetzt mal so sagen. Mhm. Jetzt müssen wir uns nur noch entscheiden, wie wir das mit den LKWs machen, ob wir die gleich auf die Linie alle umsetzen, beziehungsweise dann tauschen. Oder Stück für Stück. Warte, Linie. Haltepunkt, ja. Alle. Und begrenzen auf nur Kaffee. Ich möchte nur Kaffee fahren, bitte. Weil ich will ja nicht noch ein großes anderes Terminal aufmachen. Brötchen und Co. Genau, deswegen möchte ich hier nur Kaffee abholen. Nichts anderes. Und dann können die das, ja, ne? Schauen wir doch mal. Die können das sogar. Und da wir nur Kaffee fahren, können wir die das auch fahren lassen. Ja, aber die Abladegeschwindigkeit an der Haltestelle ist halt das Thema. Da würde ich eher zu einem Tausch warten mit hoher Abladegeschwindigkeit. Sonst staust du dich dann mit einfacher Abladegeschwindigkeit bei voller Last. Aber du müsstest jetzt alle erstmal umschichten, was ja kein großes Problem ist. Das bisschen Kaffee, was da jetzt auf der Linie ist, dürfte ja nicht das Problem sein. Die meisten kriegen das ja so. Ja eh hier. Also wir machen jetzt erstmal die Fahrzeuge. Einmal tauschen wir. Der hat eine achtfache Ladegeschwindigkeit. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Was hat der Super Daily im Scania Series 1? Der hat auch eine 8-fach, den haben wir auch noch nicht in Bedford. Den hatten wir mal in Ding, aber der war auch nicht schlecht mit 70 km/h. Welchen wolltest du? Den ganz unten. Den Scania? Scania Series 1, der kurze, der Super Delivery. Der hat auch 8-fach. 44 Kapazität, gut, die Abteilanzahl spielt dann keine Rolle bei nur Kaffee. Das macht der Isuzu. 28 mit 6-fach. Ja, das ist... 28 ist mir zu wenig. Ja, also der Bedford klingt interessant und der Super Delivery aus meiner Sicht. Eventuell noch der MAN. Wir probieren mal den Bedford. Ja. Einmal umtauschen gegen Bedford und dann alle GTKA. Wer haben wir genannt? Kaffee Mainbus. Kaffee Mainbus. K.A. Kaffee Mainbus. Alle rüber. Keiner hat gemeckert, das ist schon mal gut. Das heißt, wir gehen jetzt auf Play. Jetzt fahren sie natürlich alle erstmal los. Nur erstmal Ringelrei. Alle? Achso, die halten doch noch an. Ich dachte, jetzt fahren sie alle einmal durch und fahren alle neu wieder ran. So, das heißt. Ach so, halt. Pause. Nee. Nochmal Linie. Linie verwalten. Warten auf voll, bitte. Ja. Und dann wartet ihr maximal 3 Minuten. Ja. Weil sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Die anderen, die jetzt fahren, die können auch einmal ruhig durch die Stadt fahren, aber die anderen müssen hier unbedingt warten. Das kriegen wir nicht anders hin. Weil es müsste hier drüben ja auch schon Kaffee liegen für den Pendel. Die Bodenschutz hat es nicht. Nö, weil muss erst oben produziert werden. Ich guck mal.
Der kann es auf jeden Fall. Das muss ich ja immer noch mal gucken. Linie verwalten. Haben wir irgendwas eingestellt? Auch nichts begrenzt, nein. Nö, dann lassen wir das auch so. Okay. Wir haben es ja in einer anderen Linie begrenzt. Mhm. Hier ist aber los. So, 800 und. Also, es sieht ganz gut aus. Ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Ja, wenn wir dann noch einen weiteren. Ja, ich habe ja zwei weitere schon bestellt. Da sind jetzt 4 Züge drauf. Also der erste hat scheinbar schon abgeliefert. Bohnen. Ja, der holt hier schon die nächste Lage. Also wundervoll. Und dann kriegen wir das hin, dass wir hier mehr... Na gut, wir produzieren natürlich nicht mehr Kaffee hier. Ne? Das ist natürlich unser Problem. Ja, aber wir kriegen den Kaffee jetzt schneller auf den Zug rüber. Das stimmt. In größeren Mengen. Und wir können ja auch noch die andere Seite eine Straße runterbauen und dann noch uns überlegen, wie viel Geld uns die Kaffeefarm noch wert ist. Genau. Wir könnten hier quasi nochmal eine Street runterziehen. Vielleicht etwas angenehmer von der Höhe. So, ne? Ja, wer nicht schlampert. Das sieht ein bisschen besser aus, wenn da so Felsen dran sind, aber wir haben auf beiden Seiten begrenzende Elemente. Aber macht nichts. Davon lassen wir uns nicht aufhalten. So. Hier kommen jetzt ordentlich Boden rein. Ja, aber da fehlt, glaube ich, noch der Wegpunkt zur Fahrt. Bei dem Terminal. Stimmt. Den müssen wir noch mit reinnehmen, sonst fahren die uns da vorne rein. Ja, da hast du recht. Gut gesehen. Linienverwaltung. Ganz ans Ende. Ach so, stimmt. Ich wollte gerade sagen. Was ist das denn für eine Linie, habe ich gerade gedacht. Und wir hätten da gerne noch einen Wegpunkt. Danke. Genau. Und wir möchten gerne noch nicht alle 5, nicht alle 4, sondern die 1, ne, die 4 lassen wir weg. So, hier kommt er schon zurück. Hat immer noch keinen Kaffee mit. Jetzt schon, ja, jetzt haben wir schon den ersten Kaffee auf den Schubser. Aber es muss natürlich hier erst produziert werden. Das heißt, wir brauchen weiterhin weiter viele Bohnen. Die können wir aber erst, also hier erst pflanzen, wenn wir weitere. Warte, habe ich gleich. Wenn wir die anderen Züge hier haben, damit wir das dann auch alles wegkriegen. Alter, wie hier alles. Da drin, Nummer 3 fährt gerade ein. Durchfährt, ey. Echt? Nummer 3 ist schon da? Ja. Einer steht drüben, einer steht drin und einer ist gerade reingefahren. Oh, stimmt. Dann sind wir schon bei 3. Das heißt, jetzt müsste irgendwann die 4 kommen. So, hier irgendwo. Da. Da ist Nummer 4. Im Zulauf, sehr schön. Auch hier, dass das alles so klappt, finde ich richtig gut, ne? So, genau. Stau. Stau at Manu. Mhm. Welcher Stau? Jetzt geht das hier wieder los. Und alle wieder zum Einkaufen. Huch, was ist hier denn los? Fließender Verkehr und ein Stau in der Stadt. Warum? Also alle nach links abbiegen wollen. Und da runter. Oh, was ist hier denn los?
Hast du wieder Ampeln vergessen? Da hat ja jemand eine Ampel vergessen, Manu. Hm? Ja, du hattest den Arbeitsauftrag, alle zu entfernen. Ey, sei doch nicht so. Okay, ich glaube, wir müssen mal die Trams modernisieren, dass sie schneller hier fahren. Ach, von hier kommt unsere Tram. Mhm. Und warte. Das heißt, hier brauchen wir keine Busspur. Doch. Brauchen wir. Ja, wenn man vierspurig reicht, wa? Ja, dachten wir. Also machen wir sechsspurig. Willst du machen, oder? Ja, bevor sich hier nichts mehr bewegt. Aber ich würde eher die Trams mal modernisieren, dass die einfach mal schneller durch die Gegend fahren. Ich habe auch schon überlegt, ob wir die Straße hier nicht einfach als beide abreißen und einfach neubauend direkt hier rangehen. Da fährt aber noch eine Güterstraßenbahn lang. Ah, die biegt ab. Die biegt ab. Einzige, was Problem, was wir haben, dass hier vier Linien drauf sitzen. Die müssen alle hier rauf. Das wird unser größtes Problem sein. Na, dann mach doch eine Ampel hin an der Stelle. Und eine Busspur. Das Problem ist, die Busspur hier ist zu kurz. Das ganze Ding hier ist zu kurz. Na, dann würde ich aber an der Stelle abreißen. Ja, deswegen würde ich das ja komplett neu planen. Auch meinetwegen die Straße hier weg, sodass wir die als primär damit draufkriegen. Meinst. Ja, der Abstand ist zu kurz. Die muss direkt da drauf. Genau. Da fährt halt auch unser Kaffee noch lang, oder? Alles. Warte mal, ich guck mal, wer hier lang fährt. Grün, Türkis, Blau. Tram quer, Kaffee quer, Tram 3, Bohnenexpress, Kaffee Express B. Achso, das ist der hier rechts. Nee. Achso, dass die hier unten durchgeht. Ja. Die biegt links ab. Das ist der Gütertruck. Die macht gar nichts. Ach, die ist leer. Ja, das war die ursprünglich mal geplante. Die haben wir ja dann durch einen Truck ersetzt, beziehungsweise Truck realisiert. Naja, die biegt hier links ab. Und dann fährt sie da ganz normal ihren Weg weiter. Das ist die Bohnen, das ist der Bohnentruck. Mhm. Ja, das ist der kurze. Das Ding hier ist das Gift. Ja, dann stimmt. Für beide Richtungen. Dann reißen wir das Stück ab, machen die vier Sprüche direkt dran, lassen die andere auf die drauf gehen. Ich mache mal eben Pause. Reiße die hier weg und reiße die ab. So, dass wir erstmal unsere Linien safe haben. Ich hatte auch gedacht, eine Einbahnstraße bringt da aber auch nichts. So wäre, glaube ich, der Plan, ne? Ja, genau. Gut. Inklusive Busspur? Ja, würde ich mal sagen. Kannst du mal sechsspurig ausprobieren? Nee, brauchen wir gar nicht. Nee, ja, stimmt, da fährt ja nichts mehr lang. Die haben wir ja vorhin raus. An der Stelle brauchen wir es nicht. Sechsspurig wird auch gehen. Ja, dann setzt die sechsspurig hin.
haben sie mehrere Abbiegmöglichkeiten. Drei Gebäude werden verschoben. Machen. Fünf Gebäude werden verschoben. Machen. Neun Gebäude werden verschoben. Auch gerne. Also gehen wir mit dreispurig durch. Ja. Hier wird eins entfernt. Machen wir. Verschoben. Verschoben. Da bauen wir aber um. Das können wir ja gleich noch machen. Ich mache jetzt erstmal sechsspurig hier durch. Ja. Okay, da können wir nicht mehr. Da müssen wir dann anderweitig planen. Da wäre vierspurig noch möglich. Ja, machen wir. Aber sechsspurig nicht, weil die Kreuzung dazu nahe sind. Einsteigen und hinsetzen, bitte. Müssen aber wir hier hinten wird es gehen. Wir wollen nicht doch veräppeln, Alter. Ja. Pass auf. Pass auf. Mhm. Zauber, Zauber, Filibus. Ich gehe da jetzt durch, ne? Nö. Ja, das ist mal für zukünftige Planungen. Guck mal, die kurze Stück nimmt er nicht, aber wenn du da klickst, dann macht er. Gut. So, wir sind durch. Ja. Jetzt können wir noch die eine Kreuzung, die da so kurz hintereinander ist, noch verlegen durch eine schräge Straße. Zweimal, ne? Da. Die Frage, ne, ich würde die obere abreißen und schräg dran setzen. Ne, ich würde nur die obere abreißen. Okay. Und schräg dann an die heransetzen. Mit einer normalen. Oder so leicht geschwungen oder so. Oben mehr geschwungen haben? Ja, mehr geschwungen, dass wir zumindest das obere Haus retten. Okay, also gehe ich oben erstmal gerade raus. Ja. Gerade. Ja? Gucken, ob ich da was gerettet kriege. Boah. Aber genau ein Moment, der passt. Ja, wie war das? Die Maus darf keine 400 dpi haben. Ja, genau. Und nur gucken, ob die Linien dann auch passen. Da geht ja keiner so durch. Ja, okay. Bei beiden nicht. Gut. Ja, dann. Achso, das sind auch kleine, schmale. Boah. Ja, da könnte man maximal die Geteerten nehmen. Ja, aber. Bisher nicht gebraucht. Ja, ist ja kaum Verkehr. Also, dass man das. Pass auf, verrückte Idee. Hm? Du kommst ja von hier. Und der fährt hier hinten weiter. Wollen wir die Straße wegreißen und da gerade durch? Aber dann passt das nicht mehr mit den Haltestellen. Lass mal lieber. Okay. Also ein bisschen Individualität darf ja schon sein. Okay. Also willst du die hier so lassen? Ja. Okay. Das lassen wir, da ist ja eh kaum Verkehr. Gut. Noch nicht. Aber vorne dürfte es ja besser laufen. Ich gucke jetzt noch mal, ob Ampeln noch da sind. Nö. Müssten hinten noch welche entstanden. Ja, hinten wahrscheinlich. Ja, da ist noch eine und noch eine. Boah, wie sanft die Trams jetzt da rausfahren. Da ist noch eine. Da auch. Lassen wir so. Ja, baut sich schon wieder. Das ist doch schön. Gut, dann haben wir jetzt hier aber einen riesen Durchfluss. Das heißt, hier hinten, die sollten wir jetzt auch noch auf sechsspurig gebaut bekommen. Ohne. Okay, ein Gebäude entfernt. In meinen Kauf. Können wir mit leben. Und die andere auch noch ein Stück. Auch. Wir haben jetzt aber keine Tramspur an den Stellen, ne? Da ist aber auch keine Tram unterwegs. Außer quer. Ja. Hört ja nicht. Genau. Die können sich ja dann. Dann hast du jetzt aber ganz schön gepflastert in deinem Gebiet. Es wurde irgendwann Zeit. Ja. Gut, das haben wir. Ist so wohl. Läuft super. Kapazitäten? Na gut, hat auch voll. Eine
steht hier drin. Uns liegt Kaffee hier rum. Gerade ab. Ja, genau, da liegt fertiger Kaffee. Die Brunnen schon in der Thermobox. Waggon 10. Voll. 10 Kaffee. Nee, nicht mal ein Waggon leider. Ah. Nicht mal ein halber. Aber ist jetzt so. Das Wichtigste ist, dass wir die hier am Laufen halten. Jetzt haben wir immer noch keine. Keinen Preis dafür, ne? Nö, aber wir müssten uns oben beim Kleber mal kurz. Aber ja, wir könnten es eigentlich bauen. Ich würde sagen, wir machen wieder die 10%-Regel. 10? Ich glaube, wir haben letztens mal einen höheren Prozentsatz gehabt. Ja, oder wir machen es in der nächsten Folge. Aber hier müssen wir ja nochmal die Auffahrt für den Kleberding da umbauen. Stimmt, das wollten wir auch noch machen. Ja, da wollten wir nochmal ein bisschen optimieren. Das heißt, wir können dann hier wegnehmen. Das nehmen wir auch weg. Das Stück noch weg und dann. Das auch. Dann bauen wir gleich mal vierspurig, oder was? Ja. Bin es ab der Kreuzung. Theoretisch können wir es durchziehen, ja. Ohne nicht städtische Überland würde ich machen. Stimmt. Hast du recht, Manu. Weiter. So, das heißt hier vorne, dann wollen wir uns trennen davon. Weil wir dann ja ein bisschen Platz brauchen. Die Stadtanschlüsse haben wollen. Hätte schlechter laufen können. Mhm. Aber da war noch so ein kleiner Zirkel drin. Aufreißen. Ja. Maßarbeit. Ja. Das kann man noch aufwerten. Bis unten hin, ja. Ja. Dann kriegen wir wenigstens auch schnellere LKWs irgendwann mal auf die Reihe. So, ja, hier. Bis zur Kreuzung, würde ich sagen. Dann trennt sich sehr eh auf. Können wir ja sogar noch in der Linie umschubsen. Wir gucken mal. Ja, aber jetzt brauchen wir erstmal noch die Zufahrten. Genau, sonst kriegen wir nämlich gleich richtig ein Problem. Einspurig Autobahn. Genau, einspurig Autobahn. Autosave macht es nochmal spannend. Ich gehe davon aus, dass wir nur so bauen können. Den Anschluss nochmal frisch setzen, weil der ist ja jetzt länger als normal. Das stimmt, das ist sogar länger als normal, das hast du recht. Ich wollte ein bisschen länger oben bleiben jetzt, ja. Weil ich ja vorhin so direkt runtergegangen bin. Dann können wir lieber hier unten die Senke nehmen und haben hier oben den Anschluss dann. Ja, dann ist das Spiel einfacher, ja. Das könnten wir natürlich noch mal, aber wieder den Versatz drin haben. Ja, hätten aber jeweils einen Abbieger. Ja, das könnte funktionieren. Ja, aber du hast ja trotzdem den Abbieger mit geradeaus Optionen. Ja. Warte mal. Wenn wir den jetzt umdrehen. Umdrehen. Dann hast du ja den, aber dann hast du hier wieder die Verschwenkung drin. Ja, das stört aber weniger.
Weil er wird ja eh nur auf der linken, auf der mittleren Spur fahren. Meinst du? Ja, stimmt. Das, kann, ja. das können wir ja dann austarieren. Ja, gute Idee. So, jetzt noch den Anschluss ran. Den Anschluss 10 Meter. 10 Meter Straße. Ja, selbst wenn, ist es ja auch nicht dramatisch. Jetzt noch die beiden Ampeln weg. Jetzt können wir sie nämlich im Gegensatz zur letzten Folge. Da hatte man nur leider recht. Schön, wie es beim letzten Mal aussah. So, ja, ausprobieren. Da unten müsste man, glaube ich, noch schon vorher ihm sagen, dass er da... Sagen können auf jeden Fall, ja. Ja, mit einem Wegpunkt am besten. Wegpunkt. Zip. Dann wollen wir aus... Ne, die andere Linie ist es, die lilane. Ne? Die lilane. Linie verwalten. Ja. Und zwar von der Verpackung... Nach dem Wegpunkt 3. Genau, nach dem Wegpunkt 3. Soll er dann gefälligst über den Wegpunkt fahren. Ja. Wenn er das so will, dann ist das so. Dann kann ich es nicht ändern. Aber das ist okay so. Ja. Haben wir den zumindest da schon mal raus. Hier haben wir sie auch schon getrennt. Ja, dann kommen sie sich gar nicht ins Gehege. Ich auch schon überlegt, ob wir das noch machen. Aber wir sind ja auf dem Hinweg. Ja, da wechseln sie beide. Ja, weil es der kürzere Weg wird. Genau. Aber die Ampel da vorne können wir noch entsorgen. Den habe ich auch schon gesehen. Adlerauge. Die Brille geputzt vor der Folge. Gut, dann können wir eigentlich wieder auf Play gehen und gucken, was passiert. Genau, wollen wir hoffen, dass sie sich ein bisschen sortiert jetzt einfach. Sortieren und auch ein bisschen besser das alles hinkriegen. Weil hier trennen sie sich genau, das ist natürlich super gut. Das heißt, sie kommen sich nicht mehr in die Quere. Hier bei der Autobahnauffahrt auch. Das heißt, bis unten hin haben sie sich schon durchsortiert und dann kriegen wir das auch alles hin. Hier haben wir Öl drauf, das ist auch gut. Und Verpackungen ohne Ende. Und hier will er ausbauen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das heißt, zur nächsten Folge lassen wir uns einfallen, was die Kirschen und die Plantage uns kosten wird. Ja, Vorschläge in die YouTube-Kommentare. Ja, würde ich auch sagen. Prozentual also, oder halt direkt. Oh, also das war hier, ich wollte gerade sagen, ich dachte, die Bodenschubse. War noch meiner. Da haben wir immer noch 10 drauf. Aber hier auf der Linie schon irgendwas drauf? Achso, das ist der Mainbus, wo wir raufgehen müssen. Moment. Mainbus, wenn schon. Eine Rate von 1137? Ja, 19 gerade unterwegs. Super. Sehr effektiv. Aber wir können dann die hier noch, Linie verwalten, löschen. Ja. Die wird nicht mehr benötigt. Das wird jetzt durch Züge erledigt. Dadurch haben wir am Bahnhof auch was? Nochmal wieder Platz gewonnen. Weniger Verkehr. Ja, und unten an dem Verteiler am Bahnhof, der da die Versorgung abholt, hast du natürlich jetzt auch keinen Doppelverkehr mehr. Nee. Sehr, sehr gut. Wahnsinn. Okay, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall müssen wir hier noch ein bisschen mehr hinkriegen. Hier kommen gerade Bohnen an, wie ich sehe. Das wird immer noch unser großer Kampf sein, den wir weiterhin machen müssen. Vielleicht können wir auch hier noch was machen an der Stelle. Da ist ja durchaus noch ein bisschen Option drin, aber das muss der Bürgermeister dann entscheiden. Das ist quasi so einer der kürzesten Wege, den wir haben. Und da ist auch noch Platz auf der Linie, wo wir noch was machen können. Gut. Das war's soweit, wa? Die Folge auch rum. Schon wieder. Leider. Folge, Ende. Grausam. Ja. Unser Problem ist, dass hier so viele Pferdchen rumliegen.
Ja, weil er dann die noch auf dem LKW. Viele auf der Linie noch drauf, ey. Ja, müssen wir noch mal requirieren, weil wir brauchen ja dann an der Stelle ja dann noch ein paar LKWs. Kommt da schon wieder was zurück? Ja, da steht doch direkt vor der Einfahrt einer. Echt? Ja. Habe ich übersehen. Oh ja. Sehr gut. Gleich ins Depot damit. Auf der Straße habe ich noch beladen. Zwei gesehen. Da habe ich auch noch da einen. Ist noch, da war noch einer. Der zwei normal spurige Straße. Oder? Ne, grün, ne, der fuhr in die andere Richtung, okay. Den hatte ich. Hattest du schon? Ist das schön. Da sind natürlich jetzt alle voll auf dem Weg hin, ne? Oh. Ärgerlich. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem am Ende. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen und hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Haben wir noch irgendwie schönes was sehen. Oh, hier, um uns nochmal hier. Ein von unseren neuen Zügen hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss. Der braucht noch ein bisschen. Gucken wir uns beim nächsten Mal an.